Ja, Hallöchen, willkommen hier zurück zu Rust. Ich bin ein bisschen traurig, ich wurde geradet. Nein, Quatsch. Ich wurde nicht geradet, ich habe mir eine Butze gebaut. Eine Butze. Und zwar am Klärwerk, dass ich hier ein bisschen Loot einlagern kann. Jo. Gehen wir nochmal gucken wegen Loot, ne? Wegen Loot. Was habe ich denn da gemacht? Ich bin so. Egal. Loot. Loot. Ich glaube, da ist eine grüne Kiste oben drauf. Oh. Fernglas. 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 Grüne Kiste. Grüne Kiste. Sehr schön, ich muss hin. Da ist ein AK-Teil drin, ja? Ein AK-Teil oder irgendein Affen? Affen? Ein Affe? Ein Affe? Irgendein anderes Waffenteil? Letzte Chance. Hab ich? Oh. Egal. Na egal. Wurscht. Los, hoch da. Warum dauert das so lange? Warum kein Waffenteil? Warum, warum, warum ist die Banane krumm? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Glück. Ich habe keine Glück. Ja, du, dann hätte ich auch gleich vom Dach springen können. Nee, 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 überhaupt kein Glück, ich hab kein Glück. Ich hab kein Glück. So, dann bräuchte ich was zu essen oder ey. Verbände. Ist hier irgendwas drin? Dorsverband. Dorsverband. Ich muss dann da oben und mich verbinden. Spritze. Stimmt, die kann ich eigentlich auch mal forschen. Ich habe nämlich, oder hatte ich die schon geforscht? Ich habe nämlich schon mal eine Spritze gefunden gehabt. Gehen wir gleich nochmal runter. Aber unten nochmal gucken. Komm, da hatten wir ja auch schon mal Glück, dass wir da Kisten gefunden hatten. Ich dachte, die Leertaste nicht immer so, ne? Genau. Wo ist denn der Loot? Wo ist denn der Loot? Keine Kiste?
Naja. Dann wieder Fässer kloppen oder was? Nice. Können wir auf den Turm noch mal gucken, ob da was ist. Hallo. In dem Anzug. Ich gucke hier hinten rechts noch mal. Da war ich da schon, sonst gehe ich gleich direkt auf den Turm. Übrigens ist der andere Nachbar auch nicht mehr da, mit seinem Hexenhaus. Dem ist seine Basis ja zerfallen. Hat er wohl nicht weitergemacht, ne? Also ja, seine Basis, sein Hexenhaus ist komplett auseinandergefallen hier. Hat er ja wohl keine Materialien in den Bauschrank gepackt. Wollte ich jetzt überhaupt hin? Da hinten, da hinten. Es sind viele, so viele Kisten da oben, aber was, da hochjumpen, das ist doch. Ich gehe mal hoch zum Turm. Auf den Turm. Ich habe auch keine Ahnung, wo hier die Kisten alle sind. Wir gucken mal auf den Turm. Vielleicht haben wir da Glück. Wo ist denn der Zug? So, zack. Schrott kann man ja viel sammeln in die ganzen Fässer, ne? Und das andere Zeug, da muss man einfach nur Glück haben. Und ich habe kein Glück. So, Spannung. Spannung. Ist da überhaupt Blut da oben? Ist hier überhaupt Blut? Hier ist viel, viel Loot, ganz viel Loot. So, grüne Kiste. Ich dreh durch. Mann, 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 Mann. Ich hab so ein Glück, jo. Ich habe so ein Glück. Oh, das ist meine Base. Scheint so. Aber sonst sieht man hier auch gar nichts, ne? Schöne Aussicht, also Sicht, Aussicht. Im Umkreis hier ist keine Basis. Da hinten geradeaus geht's zu mir nach Hause, ne? Überall Fässer hier, da unten, links. Gehen wir nochmal lang, gleich Fässer holen. Da läuft auch keiner rum, ja? Nix los da, nix los. So, jetzt vorsichtig runter. Vorsichtig runter. Machen nämlich meistens den Fehler, Leertaste die ganze Zeit gedrückt halten. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Das ist da hinten echt nicht doll. Ich hole noch die Fässer hier und dann
hole ich den Loot aus der Base da hinten und dann. Ja, ist Feierabend. Ist Feierabend. Also der Klärwerk der Loot. Entweder bin ich so schlau, um die Kisten da zu finden, oder ich habe einfach kein Glück. Und da drauf, da drüben, wo die drei Kisten sind, das ist mir zu blöd. Da musst du Jump'n ran machen. Wenn du runterfällst, bist du tot. Da habe ich keinen Bock drauf. Eine riesen Basis, die gar nicht mal so weit weg ist. Aber mehrere Basen sind ja auch nicht. Was für die große Base da. Oder weil der Airdrop kommt. Schmeißt er ab oder hat er schon abgeschmissen? Ich muss zurück zur Base. Könnte sein, dass er gleich noch abwirft hier in der Nähe. Das wäre ja nicht sehr schön, obwohl gibt es ein bisschen Action, falls doch einer hier noch in der Ecke wohnen sollte. Ich glaube, der hat schon abgeworfen, ja. Ich glaube, der fliegt raus, der Karte raus. Aus der Map. Ich glaube nicht, dass er am Ende hier noch abwirft. Glaube ich nicht. Nee. Oh, ich habe nichts gesagt. Das ist ja am Arsch der Welt. Oh, muss ich ja lange laufen. Soll ich es wagen? Packe ich mein Loot hier weg? So weit außerhalb habe ich noch genug Platz. So, da. Ich habe doch hier irgendwo noch Seile. Oh, immer dieses Hetzen hier, wenn man sich beeilen muss, dass ich auch schreddern können. Fernglas nehme ich mal mit. Komm, nimm mit. Ich habe jetzt keine Verbände oder so. Das ist so weit weg. Richtig weit weg. Bis ich da bin, ist der doch schon längst unten. Würde ja gerne schneller laufen, aber. Also von rechts dahin, da könnten auf jeden Fall Leute kommen. Oder es kommt ein Schwein von rechts. Können wir uns jedenfalls mal anschauen. Kann ich laufen und gucken? Wo ist er? Den kriegt er nicht zu fassen? Was ist das denn für eine Scheiße?
Oh, hätte er nicht ein bisschen näher dran sein können? Das wird doch nix. Ich bin zu langsam. Bis ich da bin. Entweder wurde denn schon geholt oder ich sehe nicht, wo der runtergegangen ist. Wie sehe ich ihn jetzt, wenn ich durchfahren lasse? Nö. Ist aber nicht so weit, ne? Nur 10.000 Kilometer. Oh, da, da, da. Oh. Wolf, du hast mich nicht gesehen, oder? Ey, das ist doch so weit weg. Wo ist der denn runtergegangen, bitte? Ist er auf der Insel darunter gegangen? Ich schaue noch mal auf der Insel, wenn nicht, dann nicht. Ich weiß, dass da hinten in diese Richtung noch eine große Basis ist. Vielleicht haben die auch ein Signal geworfen, kann ja auch möglich sein. Aber durchs Fernglas, jetzt wo ich ihn gesehen habe, hätte oder müsste er jetzt auf der Insel vielleicht runtergegangen sein. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, vielleicht finde ich da einen Airdrop oder ich finde da gar nichts. Oder er ist abgesoffen. Der Airdrop. Airdrop ist abgesoffen. Ich hoffe, die Richtung stimmt. Ich war schon wieder deswegen, der blöde Wolf wieder dazwischen gefunkt. Ja, hinten rechts läuft auch einer. Ganz, ganz hinten rechts läuft einer. Am Ufer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ganz kleiner Pixel, der hat sich doch einen Airdrop geholt. Bis ich da bin, ist der Rawlings weg. Ist das eine Base? Boah, der ploppt schon auf. Habt ihr gesehen da links? Die Base. Riesenteil da. Also wenn der da rüber kam, der kam ja von links, ja, also dann brauche ich hier den Airdrop nicht holen. Wo ist er am Ufer lang gelaufen? Ach, der wäre doch zuerst im Airdrop gewesen.
So, wir schauen mal, vielleicht gibt es noch Action am Ende oder auch nicht. Wenn ich denn mal hier hochkommen würde. Also hier unten war gewesen. Wohnt er in der Höhle vielleicht? Ach, da hinten ist auch eine Base. Auch nicht gerade klein, ja. Also, das ist. In der Zeit, wo ich da geschwommen bin, kann er sonst wo sein. Dazu riesen Base brauche ich gar nicht hinlaufen, ey. Da hinten läuft einer. Jetzt habe ich wieder. Oh, Fallschaden hier. Guck mal, ein bisschen Stoff. Da hinten läuft einer. Wir mal einen Fight haben hier jetzt, komm. Scheißegal jetzt. Aua, wenn ich sterben sollte. Und dann zieht er die Waffe raus und bin ich tot. Was mache ich denn hier, Alter? Ja, hat sich hier gelohnt, ne? So klar. Hat sich ja noch nicht gewehrt. Ich musste aber mal einen töten. Auch wenn es lange gedauert hat. Zweimal daneben geschossen, weil ich einmal hier irgendwie meine Maus, keine Ahnung. Egal. Kann nicht immer nett sein. Ist das von der Base? Ne. Oh, was ist da denn da hinten? Oh, da kriegst du eine Krise. Was sind denn für dicken, fetten Basen hier? Basen. Militärtunnel ist hier in der Nähe, okay? Ja, hier looten, ey. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich könnte die ganzen Fässer noch mitnehmen, aber. Das mit dem Airdrop ist natürlich wieder scheiße gelaufen. Keine Ahnung, ob sich jetzt einer geholt hat oder nicht. Natürlich hätte ich auch da hinschwimmen können und hast du nicht gesehen und. Muss auf jeden Fall, entweder war er neu oder muss er seine Base noch in der Nähe haben hier.
Bin am Arsch der Welt. Supply. Da hat doch einer Supply bestimmt hinten geworfen. Da war bestimmt hinten einer Base. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf die Fässer. Ich brauche jetzt keinen Schrott. Ich gehe jetzt nach Hause. Was ist das für eine Base? Die ist ja süß. Vielleicht eine Base zum Raiden? Wo bin ich denn hier? T unterhalb von S10, okay. Oh, dahin geht's nach Hause. Du kannst mich mal am Arsch. Ich sterb hier noch an den Wolf, ey. Jo, das ist das, ne? Das ist das. Der gerade nämlich schreibt im Chat. Ich muss da rüber. Und dann mal zu meinem Häuschen und dann hole ich den ganzen Loot und dann geht zurück zur Hauptbase. Das werde ich aber jetzt. Ich werde diese Folge jetzt beenden hier. Falls mal Action kommt. Action, Action, was ich nicht glaube, weil hier die Ecke ist sowieso sehr ruhig. Nehme ich direkt wieder auf, sonst war's das. Ich schnapp meinen Loot und dann geht's nach Hause. Und dann auf jeden Fall müssen wir mal schauen, wegen den Blaupausen. Ich habe über 1000 Schrott. Dass wir da random an den Forschungstisch gehen und dann hoffen, dass wir eine schöne Blaupause noch bekommen, dass wir eine Waffe oder so craften können. Sonst, ja. Oder nackt. Nackt zum Flugplatz. Also die Base, ey. Bin ich denn hier? Ich könnte noch sterben. Es dauert halt auch, wenn man hier läuft, ja. Hinten beim LKW, ich nehme noch ein bisschen länger auf, komm. Doch wieder dunkel so langsam, ne, habe ich das Gefühl.
Muss ich in der Kiste hier nochmal gucken, ob da was Neues gespawnt ist. Neue Kisten auf dem Dach. Was bringen mir die Kisten? Da ist eh noch Scheiße drin. Ja, wird dunkel. Ich nehme dann. Also, ich nehme noch ein bisschen auf hier und dann. Wird die Folge ein bisschen länger. Sehr wurscht. Aber Leute, ich hab's versucht mit Airdrop. Ich hab's versucht. Aber ich habe echt gedacht, der da rechts lang lief. Aber es muss auch nicht der gewesen sein, den ich da getötet habe. Hätte aber sein können. Na ja, schade, schade. Aber irgendein Klärwerk, ich hab die Schnauze voll vom Klärwerk. Ich hab keinen Bock mehr zu bleiben hier. Kein Bock. Was krieg ich denn hier alles mit? Kann ich irgendwas. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ein Anzug, der kann hier bleiben. Das kann weg, das kann auch weg. Das Stoff. Was ist hier noch Wichtiges drin? Ja, das. Moment, machen wir so. Okay, Stein. In der Butze, wie lange hält die? 4 Tage? Ja, komm. Das ist alles hier Schrott. Stoff kann hier bleiben. Das Schwefel, Brennstoff ist auch nicht so schlecht. Schaffe ich das noch nach Hause? Ist ja dunkel, ne? Uiuiui. Hallo, mach die Butze zu. Den Weg nach Hause sollte ich auch so finden. Also im Dunkeln. Ist auch ein Stück, ne? Ich glaube, hier ist kürzer. Lauf doch noch am Wasser lang, ist sicherer. Hab ich noch Verbände? Nicht. Nee, gar nix. Gar nix, gar nix, gar nix. Ja, Leute. Re-Life-Tag bei mir neigt sich auch zum Ende. Ich glaube, heute kommen wir auch nicht zum Reden. Ich versuche morgen nochmal zu gucken, ob wir morgen vielleicht eventuell ja neue Nachbarn bekommen oder nicht. Kann ja sein. Sonst würde ich noch einen Tag abwarten wollen und dann. Weil die Sprengladung, die muss ich loswerden. Und dann halt noch die Folge machen mit dem Schrott. Dann hebe ich mir den Schrott, also das hebe ich mir doch nochmal auf. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich gleich im Anschluss auch noch eine Folge. Ich muss aber immer was essen, ich habe Hunger. Ich habe ein bisschen Hunger. Ein bisschen? Ein bisschen Hunger ist gut, ein bisschen viel Hunger. Die ganze Zeit hier nur Farm, Farm, Farm. So, jetzt ist dunkel. Leichter.
Gleich da hinten, also immer geradeaus, ungefähr noch einen Kilometer, dann bin ich gleich zu Hause, ja. Dann haben wir es endlich geschafft. Endlich haben wir es geschafft. Diese Lauferei hier, ich habe schon Blasen an den Füßen, ey. So, dann bin ich gleich zu Hause und dann ist die Tür auf, weil ich so lange weg war. Wurde meine Base geradet. Also, wenn wir gleich kein rotes Licht sehen, ist nicht so gut. So, wo ist meine Basis? Müsste ja schon langsam gegenlaufen da. Hallo? Hallo? Ah, es ist Jüdaus. Sieht sicher aus. Jetzt nur noch reinkommen. Ich bin so schwer, hab so viel Loot bei. Safe, Leute. Safe. Ja, geschützt. Geschützt ist nicht schlecht. Kann ich dann hier vorne direkt wieder aufstellen? Ja, ein bisschen länger. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm für euch. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt. Ich glaube, über eine halbe Stunde oder so. Ja, kommt hin. Danke wieder fürs Einschalten. Sei gespannt, wie es weitergeht. Wir haben Rustler getroffen. Ich habe einen getötet. Okay, der hat sich auch ein bisschen ungeschickt angestellt. Hat gar nichts gehabt. Vielleicht neu gespawnt. Hat noch nicht mal eine Waffe gehabt. Aber ich musste mal wieder einen töten. Ich kann nicht immer nur nett sein. So, ja. Wieder eine Folge, ne? Mann, 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 extra lang. So, genug geschwafelt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.